Ja, du Freunde der Nacht. So, das nächste Video. Das Wichtigste ist natürlich, es gibt wieder den Wahnsinns-Sommerrabatt. 28% der Höchstrabatt des Jahres auf meine Kurse. 28% bei 28 Grad am 28. Mehr oder weniger geht bis Sonntag. Einfach in der Kursabwicklung eingeben und in der App seht ihr es, da geht es leider nicht mit allen Kursen. Also wenn ihr die Liebeschip-App benutzt, seht ihr dann, welche Kurse rabattiert sind. Aber ihr könnt die auch im Internet kaufen, sind sie auch in der App verfügbar. Das ist immer alles ein bisschen komplizierter. Wenn es noch Fragen gibt, einfach E-Mail schreiben an support@liebeschip. Ja, heute haben wir das spaßige Thema zwischen Dates, dieses ganze Geschreibsel, was man meiner Ansicht nach lassen sollte, ne? Also man nutzt das Schreiben, also WhatsApp oder so nutzt man, um Date auszumachen und dann fertig. Und das war's. Kein Hallo, wie geht's und bla bla bla. Vor allem, wenn man sich noch nicht lange kennt. Behaltet das so mal im Hinterkopf und seht, wie das vielleicht dieses ganze Chaos hier vermieden hätte. So, hallo lieber Christian, ich brauche wahrscheinlich nur ehrlich zu mir selbst zu sein, dass auch diese Dating-Story wieder nur Mist ist. Vielleicht hast du noch einen Tipp, wie ich mich verhalten kann. Ich bin weiblich Ende 20 und habe auch schon ein Kind. Dadurch sinkt ja auch mein Marktwert. Na komm, jetzt sei mal nicht so streng mit dir, überhaupt nicht. Also vielleicht gibt es, also jeden, irgendwie passt das immer alles zusammen mit irgendjemand. Und ich brauche ja auch einen verantwortungsvollen Partner. Nach ein paar frustrierenden Erlebnissen habe ich meine Dating-Apps gelöscht. Ich wollte mich dann auch wegen meines Urlaubs und Ferienzeit mit niemandem mehr treffen. Ein Mann hat mich aber direkt nach einem Treffen gefragt, da er nicht viel schreiben mag, hat daraufhin gesagt, dass es ihn nicht stört, wenn wir uns erst am Ende der Ferien sehen. Oder wenn ich mal wieder Zeit haben würde, da er jetzt auch viel unterwegs ist. Ja, was macht man dann? Vor allem natürlich die Männer, dann macht man ein Date. So in 4 Wochen, habe ich früher auch gemacht, als ich noch gedatet habe, ne? Auf Dating-Apps, weiß ich auch noch, hatte ich mal jemanden in Berlin gehabt und haben gesagt, wir hatten mal beide keine Zeit und dann, ja, in 4 Wochen, da und da, 20 Uhr und dann haben wir irgendwie 2 Stunden vorher nochmal geschrieben, passt alles, ja. Und fand die Frau damals richtig cool, weiß ich noch. Ja, dass dieses, weil das ganze Geschreibsel, das nervt ja alle immer nur, ne? Aber klar, wenn das keiner macht, weil eigentlich ist es Job des Mannes, aber ja, dann passiert es eben nicht, ne? Und dann hängt man so in der Luft, ne? Das wollen wir halt nicht. Das war für meine Bindungsangst und mein Bindungsvermeidungsmuster irgendwie angenehm. Machst du was nicht? Also das da. Da würde ich sogar als Frau drauf drängen, komm, jetzt lass uns was ausmachen, weil ich habe keinen Bock, dass das so in der Luft rumhängt. Sonst darf man sich auch nicht, also wenn man selber so sagt, oh, lass uns alles offen lassen bis 0,1 Sekunden vorher, vielleicht treffe ich auf dem Weg zum Café, vielleicht treffe ich dann alte Schulfreunde und will nicht kommen und lass uns alles offen lassen. Also wenn du da auch mitmachst, ja, dann, ne, und er macht's auch, ne, dann, ja, weiß ich nicht, also drängt wirklich auf feste Dates, ne. Sonst lasst es lieber gleich, ne? Er gab mir seine Nummer und wir haben uns ein paar Mal belanglose Sachen geschrieben. Das ist alles nicht zielführend, ne? Da ich damals nur Interesse hatte, ihn zu treffen, hat es mich nicht interessiert, dass er mal 2 Tage nicht geantwortet hat. Ihr habt euch noch nicht mal gesehen. Das ist alles Müll. Jegliches Schreiben ist komplett sinnlos, ne? Und wenn du nur Interesse hast, ihn zu treffen, dann löscht die scheiß Nummer, wirklich. Also macht nicht euer Notizbuch, als wieder das schwarze Notizbuch. Lasst das schwarze Notizbuch leer, wirklich. Ich habe mich dann auch noch ein paar Mal gemeldet, weil mir danach der Sinn stand. Soweit alles gut. Er hat mich dann nach ein paar Wochen wieder gefragt, ob ich ihn treffen möchte. Da war ich immer noch im Urlaub. Wiederum, macht einfach ein festes Date aus, dann gibt es keine Kopfschmerzen mehr, ne? Das kann ja in der Zukunft sein. Als ich zurückkam, war er auf einem Festival, da hat er so vorgeschlagen, sich zwischen dem Festival und seinem Urlaub zu treffen oder danach. Also ich weiß, das sind die neuen Zeiten, aber es ist einfach komplett sinnlos, meiner Ansicht nach. Das ist, also da müssen wir echt wieder alle von runter, dieser Irrsinn mit diesem mal gucken, mal sehen, ich weiß nicht, vielleicht. Das ist einfach nur kommunikativer Scheiß irgendwie, ne? Also habe ich spontan gefragt, ob er noch Lust hat. Er hatte ja quasi auf meine Antwort, wann ich Zeit habe, gewartet.
Wir haben was ausgemacht und wollten uns treffen. Red Flag kommt, es war nicht klar, wo wir uns treffen. Oh, ich sage, das ist eigentlich Job des Mannes, deswegen, was soll ich da jetzt sagen? Aber wenn das, also ich würde euch eigentlich empfehlen, wenn der Mann das nicht macht und ihr habt auch keinen Bock drauf, dann lasst es, trifft euch gar nicht erst. Das ist ein fucking Irrsinn. Das ist jetzt schon der 27. Anlauf und jetzt habt ihr die Zeit, jetzt habt ihr keinen Ort. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Er hat gesagt, wir können rausspazieren oder an seiner Wohnung. Oh Gott, das ist irgendwie so, es ist so trostlos, ey, das ist wieder so eine, es ist wieder, vielleicht blende ich das hier mal ein als Thumbnail, alle Leute verlassen Dating-Apps, warum? Weil das ist so schrecklich, also es ist spazieren oder in meine Wohnung. Spazieren oder gleich ins Bett, irgendwie, oh, das ist schrecklich, ey. Ich weiß, ich hätte nicht zu ihm gesollt. Ja, dann lass es, ne? Er hat auch an der Tür gesagt, wir können uns gerne auch raus. Aber ich wollte mich einfach nur hinsetzen. Leute, trefft euch doch nicht bei gleich jemand zu Hause. Also der Subtext ist, es geht hier nur um Ficky-Ficky so, ne? Das ist, was jeder darunter versteht. Ah, die kommt nach Hause, super, alles klar. Kann ja schon mal Kondome bereitlegen, irgendwie. Also dann... Was will man dann erwarten, ne? Ich weiß es nicht. Das heißt jetzt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder so, ne? Das ist einfach, aber das ist halt, alles, was man immer ablehnt an Dating-Apps, wird durch sowas gefördert, ne? Dieses Ziellose, Uncommittete und so weiter, ne? So, er hat noch an der Tür gesagt, wir können auch gerne raus, aber ich wollte mich einfach nur hinsetzen. Also haben wir eine Stunde geredet und ich bin wieder gegangen. Ich weiß, mein eigenes Verhalten ist ja widersprüchlich und da nicht viel Gutes bei rumkommen kann. Na, wie gesagt, also, das heißt widersprüchlich, du musst ja nicht beim ersten Date mit ihm schlafen. Aber wie gesagt, diese Ortswahl ist schon schwierig, ne? Ich wollte auf keinen Fall Bettsport und habe das auch gesagt. Und als ich zur Tür rein bin, nicht ideal, aber ich muss eben noch viel üben und kann schlecht Nein sagen. Ja, dann macht ihr es so einfach und trifft ihr nicht bei jemandem zu Hause, weil das der Subtext ist. Ja, alles klar. Das Gespräch war dann eher holprig, aber auch interessant. Haben uns zum Schluss umarmt und er meinte, ich könnte ihm ja meine Gedanken schreiben zu dem Treffen. Das ist nicht dein Ernst. Daten, schreiben, einmal schreiben, daten, abwarten. Man meldet sich wieder, nächstes Date, zack, 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 rinse and repeat. Also jetzt wäre dran das nächste Date, ne? Wann auch immer. Aber doch nicht, schreibt dir mal meine Gedanken, ey. Oh, ihr wollt doch alle keine Briefe anschaffen, oder? Das bringt, dieses scheiß Geschreibsel, das bringt gar nichts, ne? Macht die fucking Kurse, nutzt den Code, Sommerfrische28, Datingkurse, steht alles drin. So. Haben dann geschrieben, er hat gesagt, dass er mich sehr anziehend findet. Das ist alles uninteressant. Einfach, ja, war toll, wann sehen wir uns wieder? Fertig. Alles andere ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Lasst es, ne? Betrifft natürlich den Mann auch sehr stark. Und er wollte mich dann am nächsten Tag direkt nochmal sehen. Schrieb auch gleich dazu, wenn heute nicht geht, dann nach dem Urlaub. Oh. Einfach was ausmachen. Das muss ja auch nicht ein Tag danach sein. Aber gut, wenn das dann, immerhin macht er jetzt einen Vorschlag. Da ich krank wurde und auch nicht die Möglichkeit hatte, mich spontan draußen zu treffen wegen meines Kindes, sagte ich für nach dem Urlaub zu. Okay. Als er zu mir kommt, war dann ein No-Go. Also habe ich für den Abend abgesagt. Warum denn jetzt schon wieder bei jemand zu Hause? Ich verstehe es nicht. Oder ist das jetzt normal, dass man immer gleich zu mir nach Hause geht? Ich weiß es nicht. Warum? Macht doch alles so kompliziert wieder so, ne? Und klar, dieses Absagen ist natürlich jetzt schon zwiespältig von deiner Seite, ne? Ich weiß nicht, was soll man da denken irgendwie, ne? Wäre für mich auch eine Red Flag, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ne? Am nächsten Tag ist er ab in Urlaub.
Ach so, du hast für den Abend abgesagt, aber nicht für nach dem Urlaub. Okay. Am nächsten Tag ist er dann ab in Urlaub und ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir schreiben wird. Nun meldet er sich ab und an sporadisch und schreibt auch, das ist alles. Also ich kann verstehen, dass man das macht, wenn man jetzt schon ein Date hatte. Was soll man auch machen, aber weil man will ja nicht so als so kalt rüberkommen, das, okay, jetzt ist das Pech, dass es dieser Zeitraum so lang ist, ne? Er fragt mich Dinge, was mich aber schon stört, dass er zum Beispiel antwortet, dass er zum Beispiel plötzlich antwortet, mich was fragt oder was Liebesflirtiges schreibt, nicht too much. Fühlt sich nicht nach Lovebombing an, aber dann zum Beispiel wieder einen Tag nicht antwortet. Ja, jetzt habt ihr schon eher Stress, bevor ihr überhaupt das zweite Date hattet, ne? Das, ja. Also wenn du ihn jetzt gut findest, dann müsstest du ihm eigentlich schon, kann man jetzt nicht, dann müsstest du eigentlich schon sagen, Mensch, jetzt haben wir uns ja schon mal getroffen, jetzt ist es mir doch zu lang, wenn du einen Tag nicht schreibst. Ich will mir das jetzt auch nicht vorwerfen, weil ja eigentlich noch gar nichts passiert ist, groß so, ne? Dann musst du ihm das sagen, ne? Du sagst ja, was am Anfang der Beziehung stört, wird irgendwann zum Elefanten. Ja, aber hier ist ja noch gar nichts passiert. Also das jetzt zu extrapolieren, weiß ich nicht, ne? Außer, dass ihr beide so rumeiert irgendwie. Und entweder er schreibt halt so, weil er genügend andere hat. Ja, das ist, muss überhaupt nicht sein, ne? Also auf mich wirkt er jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ oder so. Es ist einfach keiner. Weiß ich nicht, eiert er beide so rum. aber da würde ich es auch, könnte ich jetzt auch nichts Negatives reinlesen, so, ne? Weiß ich nicht, ne? Oder weil er eben so ein Mensch ist, er mag keine Sprachnachrichten generell, weil sie egoistisch sind. Ich komme nicht mit, warum sind denn Sprachnachrichten jetzt egoistisch? In jedem Fall fühle ich mich dadurch noch etwas in einem Push-Pull, wobei ich auch erleichtert bin, dass er nicht viel textet und kein Sexting beschreibt. Was so heutzutage viele in diesem Alter machen. Er ist so alt wie ich. Ja, also ich kann hier nichts so richtig Negatives rauslesen, so, ne? Außer, dass es irgendwie ein bisschen hakt, ne? Was man hätte vermeiden können. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist, ne? Nun, jetzt soll ich einfach noch warten, ob er mich nach dem Urlaub treffen will oder wie es sich entwickelt. Mach doch einfach ein Date aus und dann kannst du mir auch sagen, du, weißt du, wir haben es noch gar nicht so richtig gesehen, lass uns doch gar nicht so viel schreiben jetzt, ne? Ich weiß, es ist nett gemeint von dir, aber das kannst du es genauso sagen, weil dann gibt es schon irgendwie Erwartungen, wann man sich meldet oder nicht. Ich komme da gerade nicht so gut mit klar. Lass uns einfach in 2 Wochen treffen und super, ich freue mich drauf und dann gucken wir weiter. Fertig, so würde ich das machen, ne? Oder kann man schon eine klare rote Linie sehen? Nee, kann ich noch nicht sehen. Ich habe einfach Sorge, dass es wieder nur um Bettsport geht. Ich sehe die Zeichen nicht. Er hat dich jetzt irgendwo gedrängt. Es gibt kein Sexting. Klar, dass ein Mann sich jetzt vielleicht freut, wenn die Frau zu ihm nach Hause kommt, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Kann ich jetzt hier nicht so sehen, ne? Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Dann ist natürlich auch nicht förderlich, wenn ich gleich zu ihm gehe. Absolut. Aber rückwärts kann man ja auch nicht mehr gehen. Ich bin etwas ratlos, weil ich ihn sehr nett fand. Ja, einfach Date ausmachen und Sachen. Komm, lass uns mal erstmal nicht zwischendurch schreiben. Das ist ja irgendwie nur verwirrend. Aber lass uns mal was Klares abmachen und fertig. Hätte er natürlich auch machen können, wie gesagt. Wäre eigentlich männliche Polarität, aber ist ja heute alles so verwirrend, ne? Also nutzt den Code, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.